Gut, die Türen sind geschlossen, dann können wir anfangen. Hallo zusammen, liebe Kollegen. Wir wollen sprechen über die 90 Minuten heute, Heimspiel gegen den FC Augsburg. Am Ende heißt es 2-0. Darf die beiden Trainer begrüßen, allen voran Gästetrainer Manuel Baum. Manuel, darfst du auch direkt um Ihr Fazit bitten. Gut, wir haben wie jede Woche mit sehr vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Aber dieses Mal wieder fünf Wechsel in der Anfangsformation beim Aufwärmen. Verletzte dann auch noch Bobadilla, also sechs Wechsel. Nichtsdestotrotz haben wir weiterhin 11 Bundesligaspieler auf dem Platz. Das, was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, das ist einfach zu wenig, wenn man die Tore anschaut bei Standardsituationen. Wir kriegen den zweiten Ball nicht sauber verteidigt, der schießt eigentlich 10 Meter neben das Tor, dann kriegt einer den Kopf hin, der geht dann rein. Beim zweiten Tor kommen wir auch nicht in die Zweikampfsituation rein, da haben wir 2 gegen 1 Überzahl im Mittelfeld gehabt. Solche Situationen gilt es halt einfach zu lösen. Und das war deutlich zu wenig in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist es etwas besser geworden, aber bei weitem auch noch nicht befriedigend. Wir ärgern uns natürlich extrem, weil wir sehr viel über die Situation reden, aber reden allein hilft natürlich nicht. Wir müssen das auch in die Tat umsetzen, das mit Leben erfüllen. Wir brauchen da auch nicht großartig über Taktik oder irgendwas reden. Es geht um elementare Sachen, die wir jetzt verbessern müssen. Da werden wir jetzt die nächste Woche darauf hinarbeiten und gegen Köln werden wir eine andere Mannschaft auf dem Platz sehen. Danke. Vielen Dank, Paul. Wie ordnest du Spiel und Ergebnis ein heute? Ja, erstmal Glückwunsch an die Mannschaft. Eine lange Woche, viele Spieler. Ich glaube, bei der Mannschaft hat man gespürt, mit dem Wetter und so weiter, das ist sehr schwierig, um Tempo zu gehen. Ende des Spiels müssen wir auch überlegen, wer kommt wegen Müdigkeit runter, nicht, dass einer verletzt wird. Auch Stocki haben wir rausgenommen wegen muskulärer Probleme. Also, ich glaube, die erste Halbzeit, wenn wir über Fußball reden, dann kann ich sagen, dieses Jahr, das ist eine andere Rückrunde für die letztes Jahr, weil nach 3 Niederlagen, das ist nicht selbstverständlich, dass die Jungs haben sie einen guten Ballbesitz gehabt, haben mit dem Ball geduldig umgegangen haben. Die Ballbesitzer hat immer 2, 3 Anspielstationen gehabt hat und die vertikale Pässe waren sie vorbereitet. Und letztes Jahr war nicht die Fahr unter Druck. Und das war heute wieder ein Riesendruck, ja, weil 4 Niederlage hätte nicht schön ausgesehen. Und jetzt, das ist für mich ist eine Riesensache und dafür Kompliment, dass die Selbstvertrauen ist da, auch nach 3 Niederlagen, dass die Glaube haben an die Spielweise und auch an die Art und Weise, wie wir spielen. Und natürlich, das erste Tor vielleicht ein Tick Glück, aber muss man sagen, dieses Jahr, wie oft hat der Ball nicht vor unsere Nase geprallt, sondern für die Gegner. Und das ist auch von Stocki eine Spezialität, da zu stehen, wo die Ball prallt. Und das ist seine Stärke, auch im Training. Natürlich, dann brauchst du einen Schädel von Jay und dann waren wir sehr happy. War ein wichtiger Tor, da hat uns nochmal beruhigt. Und ich glaube, die zweite Halbzeit eigentlich, wie sollten wir das dritte Tor machen? Dann hätte ein richtig schöner Spieltag gewesen. Aber so ist auch, ich klage nicht, alles schön, eigentlich keiner verletzt. Und ich glaube, verdiente Sieg. Und das war nie einmal das Gefühl, dass man irgendwie die Punkte irgendwie liegen lassen. Paul, vielen Dank. Dann gehen wir in die Fragerunde. Fangen wir bei dir an, Jens. Jens Mende. Paul, es sind ja einige Spieler zurückgekommen in die Mannschaft. Wie wichtig war das gerade für das Mannschaftsgefüge? Also erstmal ist wichtig, ich glaube, was ich gesagt habe, dass die Ballbesitzer hat immer 2, 3 Optionen gehabt hat. Ob das die, weil die auch Vedat wieder da war, die Captain da war, Salamon hat auch einen guten Tag gehabt, hat die sind die Führungsspieler, auch hinter Jay Brooks, ich glaube, richtig gute Körpersprache gezeigt hat, die 6 haben sie geackert. Eigentlich alle hat seine Aufgabe sehr gut gemacht, hat Marvin natürlich war am Anfang ein bisschen defensiver, nach 2 Wochen Antibiotika, war schwierig einzuschätzen, was schafft man nicht. Plan war 70 Minuten, hat er durchgespielt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Mannschaft gemeinsam, auch die Hinrunde haben wir viele Verletzungen kompensiert. Jetzt die Rückrunde hat auch viele Spiele gewesen, wo 10, 15% war das, nicht mehr. Und nach der Analyse konntest du auch eigentlich viele schönreden, mache ich nicht. Ja? Und heute brauchst du gar nicht schönreden. Das war wichtig, dass die Mannschaft hat wirklich auch zusammen verteidigt, hat auch zusammen Fußball gespielt, mit dem Ball gut umgegangen. Und ich glaube, das war der Schlüssel. Dann gab es da, glaube ich, ein Handzeichen. Ja, Andreas Hunziger. Frage an Herrn Baum. Sie haben jetzt wieder mit einer Viererabwehrkette gespielt. War das jetzt aus der Situation geschuldet, der personellen auch, oder ist das jetzt ein Modell auch wieder für die Endphase der Saison? Ja, natürlich. Beide Modelle mit 3- oder 4er-Kette sind interessant, aber es ist auch so, dass wir auf der Position in der Innenverteidigung sehr viele Ausfälle gehabt haben. Aber nichtsdestotrotz ist das definitiv was man in die Zukunft mitnehmen kann. Dann machen wir hier rechts weiter bei Jörn. Ja, Paul, hier ganz außen. Valentin hat wochenlang nicht gespielt. Jetzt war er an beiden Toren beteiligt. Wie siehst du seine Rolle jetzt im Saisonendspurt?
Ja, genau so, wie es jetzt seine Rolle war. Hat er gut trainiert. Jedes Mal, auch die Hinrunde, wenn er gespielt hat, hat er gute Leistung gebracht. Und dann gibt es Sachen, wo er sich stellen muss. Heute hat er das sehr gut gemacht und einfach muss er dranbleiben und auch gesund bleiben. Und wir wissen, was wir mit ihm haben. Seine Qualität, zweite Bälle, gierig sein, aggressiv, letzter Pass, Torgefahr hat er das. Und auch jetzt schon gegen, also die letzte Spiel hat er auch schon sehr, sehr gut gelöst. Leider war die richtige Tor nicht da und heute war Tor da. Natürlich musste nur reinschieben, aber das muss man da sein. Und trotzdem hat er ein gutes Spiel gemacht, hat auch was wir spielen. Wir variieren mit Dreierkette, Viererkette, Öffnung, ist intelligent. Und dadurch heute hat er ein gutes Spiel gemacht, hat auch das Spiel gelesen. Und natürlich, wenn du zweimal spielst, dann kostet Kraft und hat ein wenig muskuläre Probleme. Deswegen haben wir ausgewechselt. Machen wir in der ersten Reihe weiter. Herr Baum, Sie haben gesagt, heute haben elementarste Dinge gefehlt. Elementarste Dinge sollten von Haus aus da sein. Warum haben die heute gefehlt? Ganz ehrlich, die Frage müssen wir uns natürlich auch stellen. Wir haben viel darüber geredet, dass wir das machen wollen oder was wir machen wollen und wie wir es machen wollen, aber in der ersten Halbzeit hat man von dem nicht viel gesehen. Da geht es um Zweikampfverhalten, da geht es nicht nur, dass ich auf einen draufstürze, sondern dass ich ein Bewusstsein habe, wo kriege ich ihn hin, dass er einfach nicht mehr rausdrehen kann, damit er nicht so viel laufen muss. Und das sind so Punkte, über die man halt einfach reden muss. Und das ist natürlich extrem ärgerlich, dass es an den Dingen gerade im Moment scheitert. Hat sie positiv gestimmt, dass sich das während der Woche ändert? Ja, zum einen ist es schon wichtig, dass man einfach Sachen erkennt, wo man ansetzen kann. Und das ist einfach ein Thema, wo man definitiv weiter arbeiten müssen. Und damit können wir nicht zufrieden sein, vor allem mit der ersten Halbzeit nicht. Und so werden wir auch die nächste Woche dann dementsprechend angehen, dass gegen Köln eine Mannschaft auf dem Platz steht, die eben das, was wir uns vornehmen, zu 100% umsetzt. Gibt es noch weitere Fragen? Jörn, nochmal. Vorne, erste Reihe, bitte. An der Seite. Paul John Brooks war unten in der Mixzone nicht zu erreichen. Er hat bei seinem Tor gejubelt, auf eine besondere Art, hat seinen Finger auf die Lippen gelegt. Kannst du uns erzählen, was es damit auf sich hat? Also dadurch, dass ich in die Trainerkabine sitze und nicht in die Kabine, weiß ich nicht, was er dahinter steckt. Also ich habe noch nichts mitgekriegt. Also einfach, das ist schön, dass er getroffen hat und das ist auch wichtig, dass er auch aushilft da vorne. Das kann auch Basti machen, das kann auch Niklas Stark bei Standard machen. Und dafür musste ein guter Ball geschlagen werden und heute war das gut geschossen. Das ist wunderschön vorbereitete Tor von Stocki. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weitere Fragen noch? Schon noch einmal in die Runde. Ist nicht der Fall, dann danke fürs Kommen. Den Gästen aus Augsburg, toi 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 im Endspurt jetzt und kommt gut zurück nach Augsburg.